Hey Christoph. All right, we made it to Gen 3. Let's see. Starter für Gen 3. Ein Skeckerboard, zwei Flemly, drei Hydro. Und wir bekommen eins. Ich freue mich sehr darüber, weil wir kein Grass-Type haben. Wir haben Flemly, wir haben Lapras, wir haben kein Grass-Type. Gecko! Firewater Grass Core already established. Wer ist Gekabor? Das müssen wir jetzt auch herausfinden. Oh, ich habe Animationen aus. Das ist interessant. In Smaragd werden die Settings übernommen, wenn du ein neues Spiel anfängst. Well, there we go, Laszlo. Well, du musst die Liste führen, Laszlo. Ja, ich habe den Pinguin gesehen. Der hat mich nicht so hart gebockt, though, weil, I don't know, der war whatever to me. Ich bin auch kein großer Kubuin-Fan. Magnum, I guess it's right. So, ich hol mal meine. Wie nennen wir die? Meine Überlebenden. Meine Red Heroes. Erst, wenn ich ein Pokédex habe. Wir können auch Maike kurz mit dem Lavita auf die Schnauze hauen. Aber das machen wir jetzt erstmal noch nicht. Sondern erst, wenn wir auch theoretisch Pokémon fangen könnten. Die Boys warten nämlich schon auf der Box. Wesen? Ah ja, gucken wir auch gleich. Pfiffig! Plus Defense minus Special Attack, right?
9 gebe. Bis jetzt hatte ich auch jetzt Gen 1 Wasserstarter, Gen 2 Feuerstarter, Gen 3 Pflanze. Champions aus dem Gen 2 Run. Die schauen wir uns gleich an. Da sind absolute Legenden dabei, aber nur einer von ihnen ist aus Gen 1. Wait, das ist ja schon mal ein Encounter. Versteht man nicht. Wir haben einfach einen Lapras für die Steinarena. Aber hole ich wie immer delayed ins Team rein. I can't be bothered. Ich hab by the way die ROM modified. Ich kann indoors laufen. Suck it, Gen 3. Rebel. Alright, gucken wir mal rein. So, da sind die Boys. Default. Dennis. Kaden, Mo, Ufuk und Opferstein. Alright. Okay, die Mons sind von den Sets her randomized. Vom Wesen her auch. Aber da ich den Safe modifiziert habe, kann ich die EVs sogar. Also die weiß ich. Die kann ich auch euch theoretisch sagen. Ich hab gleich irgendwo habe ich 31 gelackt. Das Feuerriegel hat 26 KP DV, 23 Attack, 5 Def, 16 Special Attack, 1 Bedef, 12 Speed. Und was für ein Wesen? Frech. Das Abra hat 7 HP, 3 Attack, 23 Def, 19 Special Attack, 18 Spedef und 7 Speed. Und Synchro, ja. Ist auch nice. Lavita hat die besten Stats abbekommen.
Lavita hat 29 HP, 10 Attack, 24 Def, 21 Special Attack, 16 Spedef und 26 Speed. Das ist durchgehend überdurchschnittlich. Dann haben wir Mo. Mo hat Water Absorb. 9 HP, 24 Attack, 8 Def, 26 Special Attack, 2 Spedef und 19 Speed. Also sehr gute offensive Stats, aber nicht so gute Defensive bei Mo. Relaxo hatte, glaube ich, nicht so gute Stats. Ah, wobei doch geht. Oh doch, Relaxo war das, genau. 8 HP, 31 Attack, 17 Def, 15 Special Attack, 28 Spedef und 22 Speed. Doch, doch, Relaxo hat gute Moves. Gute Stats. Relaxo hat 31 Attack gelackt. Und zuletzt Opferstein mit 30 HP, 11 Attack, 8 Def, 3 Special Attack, 6 Bedef und 19 Speed. Das ist whatever. Ja, das waren die Stats. Wie gesagt, randomized. Aber teilweise echt ganz lucky gewesen eigentlich. Ja, also. Dennis bleibt erstmal auf der Box. Auf jeden Fall mit reinkommt Default. Auf jeden Fall mit reinkommt Kaden. Auf jeden Fall mit reinkommt Mo. Und auf jeden Fall mit reinkommt. Eigentlich ist Kleinstein. Kleinstein ist schon geil gegen so Walter, aber wir haben Lavita und Lavita ist auch erstmal Ground-Type. Deswegen soll Opferstein erstmal Opferstein bleiben. Und Fossa will ich als Mitnahme-Pokémon erstmal mitnehmen. Ja. 5 Team-Pokémon, what gives? Erstmal 31 Attack Tackle einsetzen. Weil ich schlaf gut, muss gut, ja. Ey, ich bin actually dafür, dass ich um like 6 Uhr morgens. Upsala. Nicht das umwerfen. Dafür, dass ich um like 6 Uhr morgens ins Bett gegangen bin, bin ich zu einer semi-reasonable Zeit aufgewacht. 12.30 Uhr, geht voll fit. Aber ja. Aha. I see. Das Mikrofon will nicht bleiben, wo es ist. Damn, he's good. Junge. Red hat richtig auf die Eier bekommen, ne? Schelle Vielmann hat's gegeben für den. Aber mir ist auch wieder aufgefallen, also der ist schon leichter als ein Hard Gold Soul Silver, muss man schon so sagen. Nichtsdestotrotz, ich hatte einfach die richtigen Monster bei und RNGesus war auch auf meiner Seite in dem Fight, also das hat schon gepasst. Ja, der hat gut kassiert. Du kannst es ja im Wort dann anschauen, Steph. Das ist wirklich sehr gut gelaufen. Irgendwie glaube ich, dass ich das kill, wenn ich das angreife. Na, Level 5? Aber ich bin 31 Attack DV. Und Stab. Let's try. I had to try for science. Oh no, wir kriegen spezielle? Web, I'm fixing that. Das macht den Grind kürzer. Whatever. Das war nicht intended to be fair. Aber das macht den Grind kürzer. Whatevs.
wird Spaß machen, mit Relaxo alles zu tackeln. Cheater, yeah, sorry, dass ich meine Mons nicht legit auf Gen 3 übertrage von Virtual Console. Oh wait, it's impossible. Ja, wir stehen hier fucking strong mit unseren Mons. Den Lock turned into Easy Lock. Ja, es stirbt auch einfach nichts. Gen 2 und 1. Barely anything gestorben. In Gen 1 sind 2 Pokémon gestorben und in Gen 2 sind 3 Pokémon gestorben. Und davon waren alle außer Laszlo Fodder-Pokémon. Wobei, nee, Swiper war auch kein Fodder-Pokémon. Swiper wurde einfach intensitätet, härter als er intensitäten konnte. Nicht mal Opferstein ist gestorben. Ja, dabei war vorgesehen, dass er stirbt. Oh well. Gen 1 bis 3 sind eh nur da, um Mons für Gen 4, 5 und 5.5 zu farmen. Ja. Ihr Feurig ist so cute, Alter. Look at it. Na, ich wollte das Stick da weit bringen, aber Dickda und Nuzlocke, das ist gefährliche Sache, ja. Ich bin gespannt, wie weit Abra noch bringt, weil Sinsala ist eigentlich auch eine Glass Cannon. Also, Sinsala ist immer noch gut, aber ich glaube, das geht jetzt auf jeden Fall langsam bergab. Also, 1 und 2 waren definitiv die besten Gens für Sinsala. Default ist frech. It's not the default nature, bro. Ah, brave. Oh god, okay. Ja, den habe ich nicht kommen sehen. To be fair. Sneaky in die Sub-Playlist, Scissor. Ah, jetzt kann ich Pfiffchen.
Irgendjemand wollte Pfiffchen sein, ne? Ich könnte die Liste mal aufmachen. Christoph? Ah, cool. Ich habe auch Tausch-Evo reingepatcht. Ich weiß noch nicht mehr genau, auf welchem Level das war. Ich glaube Level 40. Das heißt, wir müssten bis Level 40 mit Kadabra auskommen, was irgendwie auch ein Nerf ist. Ja, also honestly, wenn... ich sag einfach, wie es ist. Wenn ich Pfiffchen benutze, wenn ich an dem Punkt angekommen bin, wo ich Pfiffchen benutze, dann ist der Run in Shambles. Ah, hey, vielleicht kannst du dann der Comeback-Hero werden, Christoph, aber to be honest, lass mal nicht drauf hoffen. Der Comeback-Hero, Alter, so wie Kuk'Mada in Gen 5 Nuzlocke. Siebenunddreißig? Okay, ja. Man, piss dich, Heiko. Shiny Trasmo. Schade. Ich glaube, unter den richtigen Circumstances, wenn Zickzacks zweimal crittet und die DVs entsprechend sind, dann kann er das killen. Aber dann hat er es trotzdem am Ende, lol. Ja, hatte er, Giefer. Da ist nicht komplett gescriptet, was passiert. Das einzige, was gescriptet ist, dass Zickzacks zweimal Tackle einsetzen, der dann einen Ball wirft. Aber die Tackles können critten, die Tackles können missen. Das Trasler ist random. Und ich glaube, das Zickzacks ist auch random. Also von den Stats her. Das heißt, wenn das Trasler low Defense hat und HP und das Zickzacks einen guten Attack, zweimal crittet. Ja, ja, genau. Was Dietrich sagt. Und dann kann der Fight gewonnen werden. Und dann hat er aber trotzdem seinen Trasler. Wenn er einen Shiny fängt, dann hat er auch keine Shiny. Naja. Wait, das Zickzacks kann auch Shiny sein? Das wusste ich nicht. Ich wusste nur, dass das... ja, aber macht Sinn. Wenn die Stats auch immer anders sind. Ja. Ich bin voll überfordert mit meinen 15 Pokémon. Ich merke gerade, ich habe 3 Kampfschwächen. Lapras auf, okay dann. Das heißt, ich bin schlecht gegen die zweite Arena. Wow, Vaunpick!
keiner gecallt, oder? Of course not. Okay, das Wampel heißt Waldo. Oh shit, ich hab die Deathbox nicht angepasst. Let's fix that real quick. Was sind Dupes in diesem Kontext? Wenn ich einen Mon aus der Evo-Reihe schon hab, dann darf ich rerollen. Bis zu dreimal. Ich darf mich aber auch entscheiden, es trotzdem zu nehmen. Okay, Deathbox ist angepasst. Ich habe vergessen, die zu... ...fixen. Junge, zweimal Gesang getroffen. Can you believe it? Nice. Dreimal Gesang getroffen. Hex. Wie, es hat keiner... Doch, hier, Laszlo. Digga, ich will schon weiter pushen, Alter. Ich hab schon keinen Bock, hier einen Schritt zurückzugehen. Ich muss aber schon sagen, ne? Viele Mons und gute Mons durchzubringen, bufft einen schon enorm. Das ist schon heftig, was ich hier mitgebracht habe. Aus Gen 2. Thank you.
Ja, normal, Christoph. Die sind übel broken. Early Game. Das Magma Aqua Battle Theme ist mega nice. Gen 3 lernt Feuerregel. Wait, ich bin auf Feuerregel, nicht auf Tornado. Bruh. Die Level-Up-Moves von Feuerregel in Gen 3 sind die gleichen wie in Gen 2. That's so fucking trash. Flammenwurf auf Level 60, Alter. At least kann ich ihm Hitzekoller geben. Alter. Der Screenshot.
Wait, what? Relaxo bekommt auf Level 6 Amnesie. Balanced. Ein Orangengeschmack. Hier, roter Schelle viel Mann bekommen. RNG hat es auch gut mit mir gemeint. Ich hab die Berries auch mal vergeben. Wait. Das ist die gleiche Route wie unten, right? Und unten haben wir Pfiffchen bekommen. Right? Haben wir da Pfiffchen bekommen? Aber schön, dass ich Typing bekommen, was ich nicht habe. Nee, Wampel habe ich da bekommen, nicht Pfiffchen.
Platin besorge ich mir dann wieder einen Gyarados. Ich glaube, ich werde ein Elektro-Pokémon noch ins Team holen. Grass und Elektro zu haben ist immer gut in Höhen. Vor allem in Smaragd, weil der Champ ein Wassertrainer ist. Vielleicht hole ich mir einen Magneton oder so. Wenn es linke Hand. So random, dude. Das ist der erste Double Battle in Pokémon ever. Okay, technically der in Ruby und Sapphire, aber das ist trotzdem dieser Fight hier. Ja, ich denke, es hat seine Richtigkeit, wenn ich in Gen 4 Mamfaxo reade, anstatt Relaxo. Also ja.
Am meisten freue ich mich auf Gen 5. Nicht mal, weil es Gen 5 ist, also auch, aber Black and White mit nicht Gen 5 Pokémon durchzuspielen wird cool. Imagine, du denkst, dass mehr als zwei Monster sind jetzt im Überleben. Hey, zwei Monster, I don't know what you mean. Ich mache auf jeden Fall wieder Explosion Strats zur Not. Wollte ich ja bei Red auch schon machen. Aber Opferstein ist einfach nicht gestorben. Vor allem, wisst ihr, warum das da steht? Das ist ja, warte. Nee, das macht keinen Sinn. Das macht echt nicht keinen Sinn. Ich wollte sagen, dass das Pokémon gelb ist. Weil in Pokémon gelb ist das gefixt. Weil da ist das ein Elektroball, glaube ich. Und Elektroball kann Sonic Boom lernen. Und ich dachte erst, es wäre andersrum. Aber andersrum hätte es für mich mehr Sinn gemacht. Weil andersrum hätte ich gesagt, dass halt im Original dann Elektroball ist und sie einfach den Text nicht geändert haben. Aber wenn im Original dann Slowbro ist, what the fuck? Ja, Sonic Boom ist ultra schwer. Ich hole mir safe wieder ein Gyarados in Gen 4. Das war hella gut. Anyway, erstmal nicht in Gen 3 irgendwo thrown. Eyes on the road. Opferstein. Das Team ist so Ash-like. Meint? Es geht. I can see it wegen Galaxo, Lapras und Gecko, aber. Ich hab schon more Ash-like Teams gesehen, to be honest. In Kader. Ey, in Kader, der Nuzlocke ist geil, das ist 2 Mons for 1. Nicht die Top 4 Solo. What? Dark Type, Hagel, Ghost Type? What? Yeah, I see. Yeah, trotzdem Hagel. Ja, ich kann nicht lesen, I'm sorry. Namen. Für den Kader. Gib mir mal einen Namen. Alright, Emmy. Thank you.
Mens Milzer. Vor allem heute war so ein Tag. Erst war ich like, heute streamst du nicht. Und dann habe ich halt Gen 3, like, die Save-File vorbereitet. Und dann war ich like, yeah, I wanna play now. And here we are. Der Pizza hat einfach zwei Mons von mir vergiftet. Wie kein Stundenplan. Bro. Can you die? Freut mich, dass ich dir eine Freude mache, Fossa. Thanks for watching me play Pokémon. Dennis kann nur Teleport. Dennis kommt wie immer delayed ins Team. Ja, ich zähl mit. Ich überleg grad. Ich kann den EP-Zeiler vor der zweiten Arena kriegen, right? Weil ich glaube, dann ziehe ich tatsächlich Dennis sogar vor Camillo noch hoch. Weil ich bin eh. Mein Team ist Fighting Weak. Ich habe 3 Fighting Weaknesses. Gerade auf, ich habe gar keinen Platz für einen Electric Type, wenn ich Dennis noch aufnehme, was ich werde.
Team ist broken. Ja. Es ist auch nichts gestorben an Red. Nicht mal Opferstein. Can you believe it? Opferstein ist nicht gestorben. Soviet Russia Stein offers you. Alter. Gen 4 gehe ich wieder auf Original. Auf Cartridge. X2, ja. Oras wäre ja Höhen nochmal. Wie machst du das mit den Survived Mods? Ich besorg sie mir auf meiner Gen 4. Ich mach wieder Eier. Wie in Gen 2 halt auch. Ich habe eine Pokémon Diamond mit sehr vielen Pokémon. Einfach die Remake spielen anstatt der Region. Ja, yeah, fuck Carlos, ich spiele Höhen nochmal. Also mal angenommen, ich würde sowas durchbringen wie Lapras oder Despotar, das habe ich alles auf meiner Diamond, I'm pretty sure. Und wenn nicht, werde ich einen Weg finden, dran zu kommen. Nothing can stop me. Nee. Erst ab Gen 5. Waren. Gen 4 garantiert noch nicht. Gen 4 waren noch Level 5 Eier. Hard Gold geil finden. Ja, Hard Gold können wir so irgendwann mal wieder spielen, aber within dieser Challenge macht das keinen Sinn. Oh no, jetzt paralysiert der alles. Also wenn, dann muss es ein Platin-Ding gewesen sein, weil ich habe in Gen 4, like, Diamond habe ich gebreedet und die waren 100% auf Level 5, die Eier. Das heißt, es muss, wenn das stimmt, was du sagst, dann muss das ein Platin-Ding gewesen sein. In DP war es safe nicht so. Ab
Platin, das kann sein, weil in Platin habe ich noch nie ein Ei ausgebrütet, glaube ich. Aber in Diamond Pearl waren sie auf Level 5. Das ist die Edition, auf der ich mit Competitive angefangen habe. Ja, dann wird es in Platin geerdet worden sein. Ja gut, dann ist es aber auch so, weil wir spielen ja Platin. Nee, gar nicht. Warte mal, wie ist es dann? Ein Ei, was aus Diamond rüber getradet ist, dann, das schlüpft dann auf 5, weil das ist ja, wird ja determined. Was drin ist, wird ja determined in dem Game, wo das Ei gezeugt wird, sozusagen. Das heißt, es müsste dann trotzdem Level 5 sein. Wenn es aus Diamond kommt. Und es wird most likely aus Diamond kommen. Kein Schwalbini bekommen, kein Wingull bekommen. Stattdessen Wampel und einen Kader, Alter. Käfer-Pokémon anstatt Flying-Pokémon. Warum erinnerst du mich dran, Laszlo? Dieses wunderbare Prachtexemplar von einem Schwalbini. Do you remember, Amy? Mein Oras Schwalbini, das ich mir ergrindet habe. Irgendeinen coolen Bug-Type in Gen 3. Maskeregen, er hat cool gesagt. Amaldo! Amaldo ist cool, right? Jo, Gen 3 hat richtig schlimme Bug-Types, Alter. Volbeat und Illumise. Bruh. Was für Betamons. Papinella. Ja.
werden dich hart dran nehmen, Gachi Hyper. Welcher Orden ist erreicht? Kein Orden. Moin, Ufo. Scheiße. Nee, Michi wurde nicht zu UFO. Das ist ein anderes Relaxo. Ich hatte zwei Relaxos. Ich habe irgendwann das mit dem Low Level geflasht und das Yoto Relaxo, nee, das Kanto Relaxo auf Level 50 mitgenommen. Und das habe ich halt UFO genannt anstatt Michi. Und deswegen ist jetzt UFO dabei und nicht Michi. So sieht's aus. Ich glaube, das nenne ich Mine. Mine ist ein Flurmel-Fan. Warum gehe ich auf Gesang? Ich weiß genau, dass es Lärmschutz wird. Schon bald haben wir Gen 4. Ich find's geil, wie optimistisch ihr immer seid. Ja, in Südafrika gibt's Pinguine, das wusste ich tatsächlich. Alright, Mine. Liga. So einfach. Oh no. Oh no. Noch ein Drawback von speziellen Erfahrungen. Mo hat keinen Bock mehr auf mich. Der Pisser. Luxra ist fucking garbage, Alter. Warum reden wir über Luxra? Ich weiß warum. No worries.
extra ein Video über eine Gen 5 Analyse, wo wir richtig tilten können. Oh no. Oh no, I don't wanna tilt. Ich hab dieses Wochenende genug getiltet. Wegen fucking Clowns in der IC. Kannst mal eine Pokémon-Tierlist machen von Dogshit bis God? Unter welchen... Unter welchen... Auf Basis wovon? Meine Meinung? Competitive? Design? Also meine Meinung sowieso, aber auf was bezogen? Alles. Ich kann mal wieder so einen Tierlist-Stream machen, ja. Oder meinst du die Games? Kein Pokémon-Game ist Dogshit. Ich habe eine Pokémon-Game-Tierlist gemacht. Die ist irgendwo auf den Tiefen meines Twitters. Im Top-Tier war BW2, BW, Heart Gold, Soul Silver und Platin. Darunter war Smaragd. War Smaragd auch im Top-Tier? Smaragd ist auf jeden Fall auch ziemlich weit oben. Ganz unten war Let's Go. Feuerrot, Blattgrün war irgendwo in der Mitte. Oras war relativ weit unten. X und Y war relativ weit unten. Gen 7 war auch so mittig. ...900 Pokémon live raten. Down. Mit den Tellier und an dem Passwort. Saison. Warum? Wo hast du gegen Decidueye gekämpft, Alter? Welcher Mensch benutzt Decidueye? Aber du warst auch so unterwegs, ne? Mit Mogelbaum und Pandagro. Ich liebe Pandagro auch. Ich mag aber Pampam mehr. Das ist eins dieser Mons, wo ich die Pre-Evo mehr feiere. Absorber ist so weak, send help. The berry? Yeah. Think we Gucci then. Die Bitch potted. Wenigstens hat Absorber Recovery. Das heißt, wir heilen uns wieder schön voll. Steinhaupt, oder? Saison. Steinhaupt beendet Headsmash. Wie viel willst du potten, Alter? Suck my nuts.
Alright, first one down. Bye, Michi.
Ja, ich. Ja. Zeit, dass Default Level 12 erreicht. Das Vieh ist so turbo useless on the stamp. Sollte ich mit einem Orden nicht irgendwie mehr? Bro, das ist dumm. Der Opferstein lebt.
Oldschool Sprites sind nice. Ich hasse, dass man das machen muss, Alter. Okay, machen wir den optionalen Maike-Fight. Maike hat hier ein Torkoal. Das Torkoal hat sie nie wieder. Das wird durch Schneckmark ersetzt. Now, wenn du das Mädchen nimmst und hier Briggs steht anstatt Maike, dann hat Briggs hier schon ein Schneckmark. Das Ganze, was ich euch erzählt habe, gilt, by the way, nur, wenn man Flamly als Starter hatte. Aber es ist erwähnenswert. Weil hier hat sie kein Feuer-Pokémon, weil ihr Starter ja schon Feuer-Pokémon ist. Ich glaube auch Hausdorf, ja. Ja, Swiper. Das habe ich vor ein paar Tagen auch erst gelernt. Pokewiki lügt mal wieder. Laut Pokewiki reicht ein Orden für Level 22 Gehorsam. Apparently not.
Ja, aber Level 10. What the heck? Das rächt sich jetzt doch, dass ich den Originaltrainer verkackt habe. Oh well. Handicap Voice. Ice Dragon, Alter. Offensichtlich Hausdorf. Aber ich bin nicht surprised, dass PokeWiki da mal wieder Missinfo vorhanden hat. Nicht in dem Ei. Also ich bin nicht der OT, das habe ich verkackt. Morgen Endenburg. Aber egal. Wenn wir den zweiten Orden haben, ist es basically überstanden. Ja, natürlich. Wir kriegen speziell RV. Wait, gibt's einen? Hat es hier nicht Wundersaat gegeben oder bin ich dumm? Ich sehe es jetzt einfach als Teil der Challenge. War so nicht vorgesehen, aber hey, jetzt deal ich damit. Chansey wird bestimmt wieder mies auf den Sack gehen in Singles. Aber da ich inzwischen eher VGC-Spieler bin, wird das, glaube ich, fit gehen. Wobei in the past gab es, glaube ich, so auch so degenerierte Komprimator-Strats mit Hytera.
Yeah, it might be viable. Aber es wird definitiv nicht so gut sein wie in Singles. Ja, Kong zerfickt das Vieh, stimmt. Das Dümmste, was sie je gemacht haben, ist ja Komprimator zu buffen, Alter. Ja, plus 1 Evasion ist nicht gut genug. Lass mal plus 2 Evasion geben. Geile Idee. Evasion ist auch so eine tolle Mechanik. Wenigstens Gefühlswippe wurde gepatcht. Gefühlswippe kann jetzt nicht mehr Evasion steigern. FM ist cute as fuck. Dieser awkward Moment, wenn ich jetzt zweite Arena rushen will, damit ich mein Level Cap erhöhen kann. Aber Camillo ist nicht ohne ins Smaragd, da muss ich aufpassen. Thank you.
Le Mans. Pepe gets us. Slow, bro. You Sonic Boom. Ja, ist so, so. Stolos ist eines der am coolsten designten Pokémon, aber es ist leider Trash. Oh, mir ist gerade aufgefallen, ich kann mir noch Kugelsaat holen. Das ist wenigstens slightly more base power als Absorber. Was macht ihr da in der Liste, Alter? What the fuck? Tilly Bar. Na, wo ist denn die Tilly Bar? Wo ist denn die Tilly Bar? Bitte? Lasso got hacked. Thank you.
und einfach voll der Botenjunge für Troys Vater ist in dem Game am Anfang. Swiper. Literally me, als ich bei ihm war. Nur halt mit Pokémon. Anstatt Gacha. Like, dann wacht Wingtat auf und dann fragt er wegen Bestellen. Und dann bestellen wir. Und dann isst er. Und dann geht er wieder pennen. Und dann spielt er League. Die Xbox Sticks sind mega laut. Was sind das hier? Listen-Easter Eggs, Alter? Lasso hat einfach kurz ein Paper Laugh in die Liste gepostet. Das war ich nicht. You're getting hacked, bro. Sagen Keck Doppel W. Even though it's W, but hey. Keck Doppel W. Ja, Junge, wie soll ich das wissen? Hoffe. Ich wusste nicht, dass Leute sich Google-Accounts sharen, out of all things. Dave, vielen, vielen Dank für dein Subgift an My Name is Vanessa. Hallo Vanessa, dankeschön. Dave.
hier in der Nähe ein Teddybär? Bitte? Wait. You first. Lass mal Kohita hochziehen, das gehorcht mir wenigstens. Dann kann ich Feuer mit Feuer bekämpfen. Oder sollte ich sagen, Kampf mit Kampf. Gen 3 Bucks, Weird Champ. Gen 3 kein Boomerdam. True. Hey, Mattax 31er. Erstmal Graphite Port abgrasen. Jetzt stall ich die Arena doch, aber es liegt daran, dass ich die nicht mit. Alter, guck dir die Liste. I love this guy. Ich wollte sagen, wenn ich mit Magnum alleine die Arena probiere, dann ist das nicht so eine gute Idee. Eastburg. Swiper, nicht in die Liste schreiben.
Generation 3 mit Opferstein, ihr gottlosen Bastarde. Nice. Junge. Die Liste ist mein Entertainment gerade. Mit Opferstein. Das Pendant zu Goldsymbole. Also die Kampfzonen Abzeichen. Nice burps.
Hello there, Vader. Erster Usum Playthrough. Hast du den Sun and Moon gespielt? Den ersten Sun and Moon Playthrough fand ich super enjoyable. Usum, like, wäre Sun and Moon nicht davor gewesen, hätte man Usum Playthrough auch mehr enjoyed. Das ist sehr Cutscene-lastig, aber ich fand Gen 7 beim ersten Mal durchspielen echt geil. Tiddy Bar wohnt jetzt da. Der wohnt hier, als wär's ein Tiddy Bar. Dupes. Ach, die wollte ich mir noch anschauen, die Shitposts. Aber I guess, wenn du...
wenn du das jetzt hier ansprichst, sollte ich mir die vielleicht echt für den Stream aufheben, ja? So Pokémon Shitposts. Das wäre geil, wenn du selbst Playlist machst, wäre convenient dann. Wurde nicht confirmed, dass Harald noch lebt? Staffeln. So eine richtige Serie, Alter. Fanny mag an der Reeperbahn, Alter. Legende. I mean, Discord ist besser. Thank you.
If we play loud, people might think we're good. Everybody ready? Das kenn ich. Das kenn. And a one, and a two, and a one, two, three, four. Yeah. Just this one, though. Das kannte ich schon, aber das ist geil. If we play loud, people would think we're good. Kadabrea. Die zweite Arena wird die härteste, wenn mein ganzes Team nicht gehorcht, außer mein Starter. Because I messed up. Messed up my Mons. Aber nach der zweiten Arena sind wir erstmal safe bis Level 30. Ich habe ihnen nicht OT gegeben, also mich als OT. Das heißt, ab Level 10 gehorchen wir die nicht mehr. Oh no, wenn er so im Arena-Kampf kämpft, dann kann es ja spaßig werden.
Ja. Yeah. Entweder sie machen gar nichts oder sie machen einen anderen Move als der, den du gesagt hast. Aber ja, ich deal jetzt einfach damit. Ich sehe es als Teil der Challenge. Für diese Gen zumindest. Ich bekomme mehr Erfahrung, aber dafür muss ich jetzt mit der Gehorsam dealen. Na komm. Menuing. Selbst wenn ich meine Gen 3 Cartridge abgreifen könnte, was ich nicht kann, könnte ich die Pokémon nicht übertragen aus Gen 2. Gen 2 auf 3 ist die einzige Gen, wo du nicht übertragen kannst. Du kannst zwar von Gen 1 und 2 Virtual Console über Pokémon Bank die Pokémon in die neueren Spiele übertragen, aber nicht auf die dritte Gen. Das ging nie. Weswegen du auch den Nationaldex erstmal nicht füllen konntest in Gen 3. Da musstest du warten auf Fire Red Leaf Green erstmal. Und dann haben dir noch ein paar Johto-Pokémon gefehlt. Die konntest du nur über die GameCube-Spiele dann kriegen. No! Wait, er hat eh nichts gespeichert. Ja, okay. Bro, please! This is so cancer. No! This can happen too! Fuck! Oh, Junge, ich dachte, das geht in der Gen nicht mehr.
bist anscheinend fleißig an Pokémon-Games nachholen, Baylor. Finde ich nice. So muss das. Das ist nicht das geilste Gerät, aber heller preiswert. Mein 3DS, auf dem ich streame, der ist aus dem ersten 3DS-Jahr. Wann war das? 2011 oder so? Das ist krass. Ich auch Saison. Was ist mit Orden? Wenn ich einen zweiten Orden habe, gehorchen sie mir bis Level 30. Das kann schief gehen hier. Wegen der gehorsamen Sache. Aber hey, Zeit mit dem Feuer zu spielen. Wirklich problematisch ist nur das Makuhita. Weil das tanky wie Sau ist und guten Stab hat. Das hat eine Zitrobeere. Das Vieh ist eigentlich free. Weil das kann nur angreifen mit Power Punch. Das heißt, solange du drauf hältst, kann es dich nicht damagen. Aber es hat Screens, was nervig ist.
Okay, nice. Hab ihn 5-mal getroffen. Besser als Pilz. Pilz seiner Lebzeiten, Alter. Okay, das ist der harte Brocken. Oh, bitte. Ich hab dich gerade gelobt. Ich habe auch noch eine Berry, aber nur eine Single Berry. What? In dem Spiel heilt das nicht prozentual, sondern das heilt 30 Raw, also Zitrobeere. Fucking absurd. Oh no, boy. Okay. Hier ist der Plan. Ein Absorber, dann bin ich voll. Dann kommt Überwurf, bringt mich in den roten Bereich und dann kill ich ihn mit Overgrowth. Okay, er macht nochmal Protzer. Ich glaube, wenn er Überwurf drückt, dann bin ich dead. Das heißt, Kugelsaat killt jetzt am besten. Bitte mehr als dreimal. Come on, sei kein Pilz. Sei kein Pilz. Oh my god, no. That's a dead one. Good fucking bye. Und wenn Dennis jetzt nicht gehorcht, geht er auch drauf. Sei kein Pilz. Alright. War ein Pilz. What? Mach keine Faxen, Dennis. Oh no. Ah, das ist alles nur, weil ich die Mons falsch gemacht habe. Teleport! I wipe now. What a way for Dennis to go down this. Was eine Kacke, Alter. Yeah, there's no way for me to win. Wait, Mo, nah. Schläfer ihn ein, Mo. There's still no hope, honestly. Oh, Junge, das alles nur, weil ich den falschen OT gegeben habe. Try everything. There's nothing to try. There's nothing to try here. Ah yes, Amnesie.
Ah, oh, das ist so dumm. Also, ich könnte jetzt eine salty Kant sein und sagen, aber dies, das wäre ja eigentlich nicht mit speziellen Erfahrungen. Aber ich habe gesagt, ich deal damit. Und jetzt deal ich damit. Jetzt muss ich die Konsequenzen tragen. Schönes Team hatte ich da. An sich steht ja in den Rules nicht, dass ich bei einem Wipe, dass ich bei einem Wipe, done bin. Aber das ist schon irgendwie eine unwritten Rule, ne? Oder ziehe ich die Pisser hier hoch? Passt nicht mal rein, Alter. Ja, ist es auch. Alright, cool. Das ist so behindert. Ah. Okay, nächstes Mal achte ich drauf, dass ich den richtigen OT habe. Alright, see you next mission. Thank you.